Wie groß sind Ihre Emotionen zu diesem Spiel? Ja, also ich freue mich natürlich wahnsinnig auf das Spiel. Die Burschen brennen drauf. Die Fans sowieso, das ist eh klar. Ja, nach so vielen Jahren wieder mal ein Derby gegen Düsseldorf. Wir wollen 3 Punkte holen. Realistisch wäre es? Natürlich. Ja, und wie sind die Saisonziele? Ja, die Saisonziele sind ja, wie immer. Hochgesteckt, hochgesteckt. Ja, ja. Unter den ersten Dreien, realistisch? Am liebsten unter den ersten Zweien. Schwierig, aber machbar, mit viel Arbeit, mit viel Unterstützung des Umfeldes, mit ein wenig Glück, sicher machbar und auch von uns anzustreben. Das ist das, was wir uns als Mannschaft und als Betreuer, darauf haben wir uns eingeschworen und dafür werden wir alles tun. Und von Köln schon was gesehen? Zu wenig Zeit, viel von der Mannschaft, das ist momentan das Wichtigere, aber das, ja. was ich gemerkt habe, ist, dass die Menschen in Köln den FC voll leben. Das merkt man auf jeder Ecke, wo man steht, wo man geht, wird man immer auf den Verein angesprochen. Das ist ein sehr positives Zeichen, das macht mich stolz, dass ich hier dann sein darf. Und wir werden alles unternehmen, dass wir erfolgreich sind und im Laufe der Zeit werde ich auch von der Stadt dann noch mehr zu sehen bekommen. Das ist schön. Das freut mich. Gratuliere nochmal zum Sieg. Ja, schönen Dank, Herr Schöger.